verdammten Sklaven. Hirnlose Bestien, die Saren bedingungslos gehorchten. Ich musste die Basis und all ihre Forschungsergebnisse vernichten. Rex war dagegen. Strikt. Rex wollte das genophage Heilmittel für sein Volk. Ich versuchte ihn davon zu überzeugen, mir bei der Zerstörung zu helfen, da diese Kroganer nicht echt wären. Aber er ging nicht darauf ein. Zum Glück ist Rex klüger, als er aussieht. Er erkannte, dass er seinem Volk so nicht wirklich helfen konnte und dass Saren die eigentliche Bedrohung war. Als wir schließlich ins Zentrum der Basis vorgedrungen waren, wurde mir klar, wie nah Saren dem Ziel seines Plans bereits war. Er stand bereits in Kontakt mit einem Reaper, der Sovereign. Dem Schiff, von dem wir alle angenommen hatten, es sei wirklich nur ein Schiff. Es sprach zu mir. Ich spürte die Bedrohung, die es für jedes Lebewesen darstellte. Mir war nur nicht klar, weshalb Saren ihm folgte. Und es blieb auch kaum Zeit, darüber nachzudenken. Die Sovereign wusste, wo wir waren. Wir mussten umgehend die Basis zerstören und fliehen. Ich teilte mein Team in zwei Gruppen auf und schickte eine mit Ash und die andere als Ablenkung mit Kaidan los. Wir hatten eine Nuklearbombe und wollten sie auch benutzen. Aber bevor wir sie zünden konnten, tauchte Saren auf. Es kam zum Kampf. Ich hielt ihn auf, um meinem Team Zeit zu verschaffen. Und im Gespräch erkannte ich die Wahrheit. Es war gar nicht Saren, der alle indoktrinierte. Es war die Sovereign, der Reaper. Und Saren steckte tiefer drin als alle anderen. Er wollte mich davon überzeugen, dass er noch die Kontrolle habe. Er sagte, er habe einen Weg gefunden, den Einfluss des Reaper zu reduzieren. Aber entweder belog er sich damit selbst, oder er glaubte die Lügen, die die Sovereign ihm erzählte. Bevor ich ihn überreden konnte, aufzugeben, floh er. Ich hatte nur noch Sekunden, um mein Team rauszubringen. Ich versuchte es, aber ich war nicht schnell genug. Ich konnte nur einen Teil retten. Ash war eine gute Freundin und eine ausgezeichnete Soldatin. Aber ich musste eine Wahl treffen. Und sie fiel. Das war das letzte Mal, dass Saren sich meinem Zugriff entziehen konnte. Mir war klar, dass beim nächsten Zusammentreffen einer von uns sterben würde. Ich und der Großteil meines Teams verfolgten Saren und seine Armee bis nach Ilos, einem längst vergessenen Planeten, der einst den Proteanern gehört hatte. Wir bereiteten uns auf einen verzweifelten Kampf vor und ich hielt vor meiner Crew eine Ansprache. Wir waren nur ein Schiff gegen Sarens ständig wachsende Armee. Ich versicherte allen, dass wir ihn entgegen aller Wahrscheinlichkeit trotzdem besiegen konnten. Ich würde das nie jemandem sagen, aber ich hatte meine Zweifel. Ashley zurückzulassen hatte mich zwar noch entschlossener gemacht, aber auch eine Schwachstelle in meinem Panzer offenbart. Wie viele Freunde und Verbündete würde ich noch bereit sein zu opfern, um Saren aufzuhalten? Wir landeten kurz nach Saren auf Ilos. Auf dem Planeten fanden wir eine proteanische Datenbank, die es mir ermöglichte, die letzten Puzzleteile meiner Vision zusammenzusetzen. Die Reaper waren vor 50.000 Jahren gekommen. Genau wie alle 50.000 Jahre davor. Und jedes Mal löschten sie alles Leben in der Galaxie aus. Die Proteaner hatten gekämpft und waren gestorben. Wie schon alle anderen Spezies vor ihnen. Aber einige von ihnen überlebten lange genug, um ein Abschiedsgeschenk zu hinterlassen. Die Proteaner hatten entdeckt, dass die Citadel der Schlüssel zur Kontrolle der Massenportale war. Durch Sabotage der Citadel hatten sie einen Weg gefunden, die Portale zum Orkusnebel zu verschließen. Das verzögerte die Rückkehr der Reaper und verschaffte uns die erforderliche Zeit, um eine Lösung zu finden, wie wir die Reaper ein für allemal aufhalten konnten. Saren wusste das alles. Er wollte mit seiner Armee die Kontrolle über die Citadel übernehmen und die Portale zum Orkusnebel wieder instand setzen, um die wartenden Reaper herzubringen, damit sie uns alle vernichten konnten. Wir folgten ihm zur Citadel. Sie war noch intakt, aber schwer beschädigt. Saren hatte die Ratsflotten überrascht und diese waren gerade dabei, sich neu zu formieren. Und mit der Sovereign als Flaggschiff bestand nur wenig Hoffnung, dass es durch einen Gegenangriff der Flotten gelingen könnte, die Citadel zurückzuerobern.
Aber Saren wollte ohnehin nicht mehr fliehen. Und ich wollte ihn nicht länger jagen. Wären die Flotten der Allianz und der Citadel vor der Citadel Sarens Armee bekämpften, trieb ich den turianischen Mistkerl im Citadel-Turm in die Enge und stellte ihn, erstarb in dem Glauben, dass die Reaper ihn retten würden. Ich kämpfte weiter, um die Kontrolle über die Citadel zurückzuerlangen. Da wurde das Flaggschiff des Rats, die Destiny Ascension, angegriffen. Trotz Sarens Tod setzten die Sovereign und Sarens Armee die Schlacht fort. Der Rat befand sich an Bord der Destiny Ascension und bat um Unterstützung. Mir war klar, dass ich ihnen nur helfen konnte, wenn ich gleichzeitig die Allianzflotte der Menschen aufs Spiel setzte. Der Rat musste gerettet werden. Er bildete Herz und Gehirn der galaktischen Gemeinschaft. Ohne ihn würde innerhalb der Flotten völliges Chaos ausbrechen. Obwohl ich die Citadel wieder unter meiner Kontrolle hatte, Saren besiegt war und die Normen, die die vereinte galaktische Flotte anführte, war die Schlacht gegen die Sovereign, einen einzigen Reaper, nicht wirklich ein Sieg. Am Ende behielten wir zwar die Oberhand, aber der Preis dafür war immens. Der Preis dafür war immens. Die Verdienste der Menschheit in diesem Krieg brachten uns zwar unseren ersten Sitz im Rat ein, aber der Sieg schmeckte schal. Die Reaper waren immer noch da draußen. Ich wusste, dass der Konflikt noch lange nicht vorbei war, aber da ich den Kampf gegen Saren angeführt hatte, übertrug man mir neue Verantwortung. Ich musste entscheiden, wer der erste Ratsherr der Menschheit werden sollte. Da war zum einen Udina, Vollblutpolitiker, skrupellos und ehrgeizig. Er würde die politischen Landminen, die man schon bald für ihn auslegen würde, mit Leichtigkeit umgehen. Der andere Kandidat war Captain Anderson, Soldat aus Leidenschaft, hart, aber fair, ein Freund und jemand, dem ich trauen konnte. Beide auf ihre Art große Anführer. Anderson wollte den Posten nicht. Ein sicheres Zeichen dafür, dass er der ideale Mann dafür war. Ohne Ambitionen, die ihm den Blick verstellen könnten. Der Krieg war beendet, die Bedrohung vorüber. Mit der Zeit würde der Rat wieder zu alter Stärke zurückkehren. Die Citadel konnte man reparieren. Selbst der Schmerz über verlorene Freunde würde nachlassen. Aber all das war ohne Bedeutung, wenn die Reaper immer noch da draußen waren. Und wenn sie alle so viel Macht besaßen wie die Sovereign, mussten wir einen Weg finden, sie aufzuhalten. Ich musste einen Weg finden. Ich versammelte meine Crew, nahm ein Schiff und begab mich auf die Suche nach Antworten. Offiziell gab der Rat lediglich bekannt, ich sei mit Aufräumarbeiten beschäftigt, ich solle die letzten Reste von Sarens Armee vernichten. Nur eine weitere Routinemission. So. Ich werde mich gleich wieder um euch kümmern. Commander Shepard wurde geboren. Das Lazarus-Projekt läuft wie geplant weiter. So, meine Lieben, da bin ich jetzt wieder. Ich wollte euch die Gelegenheit geben, die alte Geschichte nochmal nachzuempfinden, was wir da alles gemacht haben, was passiert ist. Und herzlich willkommen an Abby, an Craig, an Mookie, an alle, die gerade dazu geschaltet haben. Schön, dass ihr da seid.
Vielen lieben Dank, Abi, für deinen Sub. Vielen, vielen lieben Dank. Du bist doch wahnsinnig. Dankeschön. Echt lieb von dir. Ich hoffe, dass dann, wie gesagt, Ende der Woche endlich meine neuen Emotes freigeschaltet sind. Ich hoffe es. Wir warten immer noch drauf. ja. Wie ihr gesehen habt, kam dann nochmal die alte Geschichte. Und ja, John, alle DLC sind bereits installiert und deswegen kam auch gerade die Zusammenfassung. Und Hakon TV, Hallöchen. Soweit okay. Und selber? Ich wollte aber jetzt in die ganzen Stories nicht reinquatschen. Ich dachte, das hat einfach nicht gepasst, finde ich. So. Wir übernehmen das importierte Gesicht, würde ich sagen. Bleiben beim Soldaten. Und Teaching of Yoda natürlich auch an dich, mein lieber Hallöchen. Richter. Ja, hier ist es natürlich jetzt schwierig zu sagen, was nehmt ihr? Ah, John, du Wahnsinniger! Vielen, vielen lieben Dank für das Gift an Olli! Olli, und herzlichen Glückwunsch zu deinem Sub, mein Lieber. Ich würde sagen, wir übernehmen die komplett neue Runde, wie im alten Spiel, den Soldaten. Würde ich mal vorschlagen, oder? Bei dir? Ich denke ja, ne? Glückwunsch zum Sub! Was los? Ah, mir war es bei Dark zu langweilig. Okay, wow. Wir übernehmen das so, wie es ist. Und ich würde sagen, dann geht's mal weiter. Jetzt kommt erstmal noch eine Cutscene und danach geht's eigentlich erst richtig los. Also bis gleich. Miranda, ich glaube, er wacht auf. Wilson, er ist nicht so weit. Geben Sie ihm das Beruhigungsmittel. Shepard, nicht bewegen. Einfach liegen bleiben. Ganz ruhig. Herzfrequenz steigt. Gehirnaktivität mit vollem Ausschlag. Die Leute sind gleich im roten Bereich. Es funktioniert nicht. Noch eine Dose, sofort. Herzfrequenz sinkt. Werte gleich wieder im normalen Bereich. Das war zu knapp. Wir hätten ihn beinahe verloren. Ich hab doch gesagt, Ihre Schätzwerte sind falsch. Rechnen Sie es nochmal. Da steckt kein Thermomagazin in der Pistole. Eine Krankenstation. Wir besorgen Ihnen ein Magazin aus. Oh, verdammt! Die Kanister neben der Tür werden explodieren. Gehen Sie sofort in Deckung! Kopf runter, Shepard! Schützen Sie sich vor der Explosion! Jemand hängt das Sicherheitssystem, um Sie zu töten. Suchen Sie ein Thermomagazin für Ihre Pistole. So, meine Lieben, dann sind wir jetzt auch mal mit. Game jetzt. Sie haben anscheinend eine Barrikade errichtet, um die Mechs aufzuhalten. Und dann wollen wir mal gucken. Die haben einiges verändert vom ersten Teil her, den wir letzte Woche noch gespielt haben. Das hier bin ich. Sie zu den Shuttle.